Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Tame. Und hallo zum neuen Video hier mit Brillant in der Easy-Version. Vielleicht kennst du ja auch den kleinen Wanderpokal, den ich als Mini-Shetty gekauft habe. Hier aus einer nicht so tollen Haltung. Und jetzt schau mal, das ist einfach Brillant als easy und weiblich. Oh, habe ich jetzt gerade deine Lieblingsgraustelle gefunden? Die ist einfach so mega lieb. Schau mal. Ist das süß? Ist das süß? Ja, ist das angenehm? Sie könnte weggehen, aber ich graule sie einfach nur hier bei ihrer Doppelmähne, weil sie hat nämlich eine Doppelmähne, die ist richtig schön hier. Ich schleime mich jetzt ein hier bei dieser mega lieben Easy-Stute. Sie ist ein Jahr alt und heißt Askia. Ich finde die richtig hübsch, die hat auch so einen mega schönen Kopf. Ja, und du bist auch süß. Und die zwei sind zu haben, by the way. Und wir haben jetzt auch so ein bisschen Führtraining gemacht. Fohlen-ABC haben wir gemacht. Und der Hufschmied war jetzt auch gerade da. Ich muss mich jetzt nochmal einschleimen da. Da. Jetzt krault sie die andere. Lieb. Mega lieb. Solange sie mich nicht zurückkraulen, ist alles gut. Ja, Hufschmied war da und hat jetzt ihr mal die Hufe gemacht. Vorne und hinten. Das war schon mal richtig toll. Ja, bitte mich nur nicht kraulen, wenn es geht. Aber das macht sie Gott sei Dank eh nicht. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Demnächst ist dann auch die Raspel dann dran. Das haben wir heute ausgelassen. Also wir haben heute nur ausgeschnitten, damit wir sie das nicht so überfordern. Sie kannte das nämlich nicht, will ich an dieser Stelle sagen. Ja, du kanntest das nicht? Ja, ich habe sie jetzt dann noch geputzt. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Führtraining gemacht. Und das funktioniert auch schon richtig, richtig gut. Mit der kleinen Maus. Jetzt sieht sie ja noch viel kleiner aus, wenn ich sie jetzt da von oben filme. Warte mal. So. Bist du Brillant in Easy? Bist du nicht mal? Die hat so einen schönen Kopf. Ganz verliebt in dieses Pferd, weil sie hat nämlich genau die gleiche Farbe wie Brillant. Und auch wie meine Mini-Shettys. Nur meine Mini-Shettys sind gescheckt. Und die Askia ist einfärbig Blue Roan. Da ist noch ein bisschen was von ihrem Fell noch dabei. Und sie hat auch eine richtig schöne Doppelmähne, die von selbst so fällt. Das ist richtig cool. Stelle die jetzt mal ausgewachsen vor. Und stelle das mal vor, wenn du jetzt auf ihr oben sitzt, wenn sie ausgewachsen ist, und du tölterst oder trabst und galoppierst, und diese mega fette Easy-Mähne dann links und rechts, da als Doppelmähne, flattert dann so im Wind. Wie süß ist es? Also Doppelmähne, sehr, sehr hübsch. Oh, warte mal, jetzt haben wir hier so einen Strickkudelmudel. Du bist richtig hübsch. Ich finde dich richtig, richtig schön. Jetzt muss nur noch die Mähne so lang werden wie die von Brillant. Das wäre es halt. Stell dir mal einen Isländer vor mit so einer unfassbar langen Mähne. Oha, wie cool wär's. Und die haben jetzt hier auch da mega viel Platz da hinten auf den Wiesen. Also richtig, richtig toll hier auch die Aufzucht. Aber sie wäre ready für ein neues, schönes Zuhause. Und ich helfe da zu vermitteln. Auch bei dir. Ja, du möchtest auch ins Video. Ja, wem schaust du ähnlich? Könntest du die Jessie sein von meinem Freund vielleicht in die Easy-Version? Ungefähr können sie hinkommen, oder? Das sind eben zwei Freundinnen, die verstehen sich ganz gut. Können zusammen weggehen, müssen aber nicht. Ja, jeder soll auf jeden Fall hier ein schönes, neues Zuhause bekommen. Ist süß. Geht schon lachen eigentlich, warte. Hey, das geht schon brav. Hey, lachen geht einfach schon. So, warte, Askia, das geht bei dir noch nicht, oder? Da müssen wir noch üben. Warte, nein, schau mal. Hier, bei ihr geht schon. Bjalla heißt sie, oder Bjatla. Bjalla schreibt man und auf Isländisch sagt man aber Bjatla. Und sie heißt Askia. Ja, na, okay, das funktioniert noch nicht. Das müssen wir noch üben, Askia. Kriegen wir das noch hin, wir zwei? Ja, aber das mit dem hier, Halfterführig ist auf jeden Fall mal gut. So, dann hat der Hufschmied jetzt gerade auch die Hufe ausgeschnitten. Jetzt nicht hier auf den Bock gepackt, also nicht hier nochmal glatt gemacht, aber jetzt mal ausgeschnitten, dass die mal jetzt hier mal gut sind. Sehr gut, dann machen wir so einzelne Übungen. Hinterhandwendung zum Beispiel. Und stehen bleiben wäre auch mal nicht so schlecht. Ah. Oh, jetzt mal schütteln. Ja, hier sind einige Bremsen am Start. Aber die sind super lieb, voll zutraulich, beide nämlich auch. Ja, ganz, ganz lieb. Oh. Uch, 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 uch. Mega lieb. Also Jessie in Easy und Brillant in Easy. So sweet die zwei, oder?
Richtig, richtig putzig. Süß. Oh, die ist so lieb. Du bist so brav und entspannt. Komm, komm, kleines Mädchen. Und die hat auch so einen mega hübschen Kopf. Führtraining funktioniert auf jeden Fall schon mal gut. Aske ist hier am Start. Brav machst du das. Komm brillant in Easy. Mit ein bisschen einer kürzeren Mähne. Oh. Falls du Interesse hast, schreib dann sehr gerne an die in der Infobox angegebene E-Mail-Adresse. Falls bei der E-Mail-Adresse was dabei steht oder falls die E-Mail-Adresse nicht mehr da ist, dann hat sie bereits ein neues Zuhause gefunden. Also falls du Interesse hast, schau in die Infobox. Du bist so süß. Hast du Interesse, dass irgendjemand Interesse hat und dir ein neues schönes Zuhause schenkt, wo alles gut ist? Ja, oder? Also, die E-Mail-Adresse, wenn sie jetzt noch in der Infobox ist, dann ist sie noch zu haben. Dann kannst du dich sehr gerne vorstellen, ein bisschen was von dir erzählen, wo sie hinkommt und so und was du dann vorhast. Und sonst verlinke ich dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, kostenlos abonnieren nicht vergessen und bis dann. Tschüssi!